Bei so viel Einigkeit im oberen Tabellendrittel bleibt der Ausblick nach unten zu den Mannschaften, denen das Wasser bis zum Halse steht, wie es so schön heißt, und was keineswegs auf schlechte Platzverhältnisse beschränkt ist. Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld zählen zu diesem Kreis und trafen heute direkt aufeinander. Reinhold Beckmann berichtet. Die Düsseldorfer zu erkennen an den hellen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Sie hatten die erste gute Chance dieses Spiels. Eckball hier. Holmqvist, der Schwede, wird ihn ausführen. Bielefeld zunächst ganz darauf bedacht, die Abwehr zu stärken. Der Eckball. Und Thiele war ja wohl etwas überrascht, dass er noch an den Ball kam. Dann der erste Konter der Ostwestfalen. Der sehr bewegliche Bochus lässt seine Gegner stehen und bedient Reich, den quirligen Mittelstürmer. Und Grabutin weiß sich hier nur noch mit der Notbremse zu helfen. Schiedsrichter Horreis entscheidet auf Elfmeter. Hier sehen wir nochmal die Zeitlupe des V-Spiels. Und Bochus verwandelt sicher zum 0:1. Und das war dann auch gleichzeitig der glückliche Pausenstand vor einer spärlichen Kulisse von 7000 Zuschauern. Die zweite Halbzeit sah dann wie so oft eine ganz andere Fortuna. Die Angriffe wurden jetzt wesentlich druckvoller vorgetragen. Weichel hier. Und Dronia rettet auf der Linie. Ja, die Fortuna hatte jetzt Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Wenige Minuten später, Zewe bedient Dusend und die Hereingabe verwertet Fach zum 1:1 Ausgleich. Die Zeitlupe. Die herrliche Hereingabe von Dusind und die direkte Abnahme von Fach. Die Bielefelder konnten selbst jetzt keine Konterangriffe mehr starten. Zu groß war der Druck der Düsseldorfer. Ja, ein herrlicher Hackentrick von Edvaldson, aber knallt, rettet. Auch die nächste Chance gehörte den Düsseldorfern. Der sehr umsichtige Zewe. Und die Hereingabe kommt dann zu Holger Fach. Das war doch dann die letzte Chance in diesem Spiel. Es blieb schließlich beim verdienten 1:1. Alle Ergebnisse des 22. Spieltages auf einen Blick. Mannheim-Bremen 1:1, Düsseldorf-Bielefeld 1:1, Frankfurt-Braunschweig 2:0, Hamburg-Karlsruhe 0:0, Mönchengladbach-Leverkusen 1:1, Köln-München 0:2, Bochum-Dortmund 4:1, Schalke-Kaiserslautern 1:1 und Stuttgart-Uerdingen 5:2. In der Tabelle bleibt mit wenigen Ausnahmen alles beim Alten. München weiterhin Spitzenreiter, gefolgt von Bremen und Uerdingen. Mönchengladbach und Köln tauschten die Plätze, während Meister Stuttgart wieder aufschließen konnte. Mit Eintracht Frankfurt auf Platz 10 beginnt die untere Tabellenhälfte, in der sich die Situation für Bielefeld, Braunschweig, Karlsruhe und Dortmund auf den letzten vier Plätzen am prekärsten darstellt. Die deutsche Tennis-Nationalmannschaft hat die zweite Runde des Tennis-Davis-Pokal erreicht. Mit 3:2 Sätzen besiegten Boris Becker und Andreas Maurer ihre spanischen Konkurrenten Sergio Casal und Emilio Sanchez, nachdem Becker und der Hamburger Michael Westphal bereits gestern mit 2 Einzelsiegen den Grundstein zum Erfolg gelegt hatten. Die deutsche Mannschaft wird in der nächsten Runde Anfang August in Hamburg auf die Auswahl der USA treffen, die heute in Japan gewonnen hatte. Der Regensburger Walter Röhrl hat bei der Portugal-Rallye alle Siegchancen verpasst. Nach einem Getriebeschaden und Reifeproblemen fiel der zur Halbzeit führende Audi-Pilot auf Platz 3 zurück. 5 Sonderprüfungen vor dem Ziel übernahm der Finne Timo Salonen auf einem Peugeot 205 Turbo die Führung. Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften heute Vormittag in Tokio belegte Claudia Leistner aus der Bundesrepublik nur Platz 6. Die 19-jährige Mannheimerin führte zwar 3 verschiedene Dreifachsprünge vor, konnte aber insgesamt nicht überzeugen. Die alte und neue Weltmeisterin heißt Katharina Witt aus der DDR, die ihren Titel souverän verteidigen konnte. Claudia Leistner wird ihre Laufbahn nach diesen Weltmeisterschaften beenden. Verständlich, dass es eine junge Dame mit 19 Jahren nicht immer auf dem Eis hält. Das Wetter von morgen. Norden stark bewölkt und vereinzelt etwas Regen. In den übrigen Gebieten nach Auflösung einzelner frühen Nebelfelder wolkig mit Aufheiterungen und trocken. In der zweiten Tageshälfte auch hier Aufzug starker Bewölkung und nachfolgend Regen.
Tiefsttemperaturen um 2 Grad, örtlich geringer Frost. Tageshöchstwerte plus 4 bis 8 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf auffrischender Wind um Südwest. Wir melden uns wieder mit letzten Meldungen gegen 1 Uhr und dann morgen Mittag um 12.45 Uhr mit dem Wochenspiegel. Das Wort zum Sonntag spricht Dr. Helmut Franz aus Schiffweiler. Meine Damen und Herren, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das sagt Jesus einem gutwilligen Menschen, der ihm nachfolgen will. Mit anderen Worten, wenn du nur Nestwärme suchst, dann bist du bei mir am falschen Platz. Wer schreckt da nicht zurück und ist enttäuscht über so schroffe Worte? Wir suchen doch Ruhe und Harmonie. Wo sonst, wenn nicht bei Jesus? Vielleicht hängen wir da an einem ganz falschen Ideal. Gerade unser verkrampftes Suchen nach Harmonie kann verhindern, dass ein echter Wohlklang entsteht. Das ist schon in der Musik so. Ein Schlussakkord wird nur als harmonisch empfunden, wenn vorher ein paar schräge Töne zu hören sind. Vor allem aber, wirkliche Nestwärme kann man nicht für sich allein haben wollen. Sie ist eine trügerische Illusion, solange noch so viele andere Menschen auf der Flucht sind, aus ihrem Land vertrieben wurden. Ich meine jetzt nicht die, die vor Jahrzehnten vertrieben wurden, sich aber inzwischen bei uns einrichten konnten. Nein, ich meine die, die jetzt in unseren Tagen durch Hunger, Gewalt und Unterdrückung heimatlos geworden sind. Jesus teilt das Schicksal dieser Heimatlosen. Der Menschensohn begegnet uns in jedem Menschen, der Asyl sucht. Es wird gesagt, wir hätten wirklich keinen Platz mehr für den Zustrom der Asylsucher. Das kann sein. Unsere Gesellschaft ist überfordert. Also schaffen wir uns das Problem vom Hals, aber nicht aus der Welt. Nicht jeder Abgeschobene wird zu Hause umgebracht, aber sie kehren zurück ins Elend. Vielleicht gibt es da keine Lösung, aber das darf uns doch keine Ruhe lassen. Harmoniebedürfnis? Unser Harmoniebedürfnis könnte ja auch nackter Egoismus sein, wenn die Not der anderen uns nicht als krasser Misston im Ohr klingt. Unser Nest kann zum Gefängnis werden, todsterbenslangweilig. Wir müssen hinaus aus unserer Burg, um für andere und mit anderen tätig zu sein. Dann erfahren wir erst richtig, was ein Zuhause ist. Andererseits, der Arbeitslose und der Behinderte, der trübsinnig in seiner Wohnung sitzt, nicht mehr unter die Leute kommt, vielleicht sich nicht mehr unter die Leute traut, der wird wütend werden, wenn er uns von Nestwärme schwärmen hört. Das sind zwei Nöte, die sich gegenseitig verstärken. Die einen wissen nicht, wo sie ein Zuhause finden, die anderen wissen, dass sie zu Hause bleiben müssen. Jesus steht an der Seite beider Gruppen. Ja, Jesus ist ein Störenfried für alle, denen nichts über die Gemütlichkeit geht. Schön färbender Optimismus kann uns beruhigen, das hilft kurzfristig. Kritisch fordernde Distanz kann uns scheinbar der Verantwortung entheben. Das hält nicht lange vor. Wir könnten aber auch nüchtern und praktisch tätig sein. Es gibt ein tätiges Leben außerhalb unserer Arbeit zum Broterwerb. Ein Engagement im Rahmen unserer Kräfte, aber zusammen mit anderen und für andere. Das könnte uns Wärme verschaffen im großen Nest mit unseren Mitmenschen. Jesus hat zwar nicht gearbeitet, aber er war ununterbrochen tätig. Verstehen wir doch, dass er es für uns tat, auch wenn wir schroffe Töne von ihm hören. Guten Abend. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich will ihn umbringen. Wen? Goldfinger. Und ich will ihn lebend haben. Thank you.
Gold, Mr. Bond. Schon mein ganzes Leben lang habe ich seine Farbe geliebt, seinen Glanz, seine göttliche Schwere. Liebe Zuschauer, etwas später als vorgesehen, und dafür bitten wir um Ihr Verständnis, sehen Sie nun Clint Eastwood und Richard Burton in dem englischen Spielfilm Agenten sterben einsam. Der packende Thriller um ein waghalsiges Unternehmen des britischen Geheimdienstes entstand 1968 unter der Regie von Brian G. Hutton.